Hey Leute und herzlich willkommen zu dem Video hier auf diesem Kanal. Und heute würde ich euch gerne die Uncensored Library in Minecraft vorstellen. Das ist ein Minecraft-Projekt von Reportern ohne Grenzen. Und wie der Name schon sagt, ist das eine Uncensored Library, also eine unzensierte Bücherei eben in Minecraft. Weil es auf der Welt doch noch einige Länder gibt, in denen es einfach keine freie Presse gibt. Wo die Presse noch von vom Staat oder so vorgegeben wird, was die drucken dürfen und was nicht. Also heißt, da wird alles, was dem Staat nicht passt, oder dann halt zensiert. Allerdings ist in den Staaten das Spiel Minecraft nicht verboten, deswegen haben sie diese Lücke ausgenutzt, um hier eine unglaubliche Bücherei auf die Beine zu stellen, in denen es eben auch Artikel gibt, die eben nicht zensiert sind. Wir sehen hier schon auch ein extrem cooles Gebilde, das ist eine Hand, die einen Füller in der Hand hält. Da vorne seht ihr schon das Gebäude. Ich finde, wie viel Detailliebe hier dieses Dings, dieser Weg auch hier gestaltet ist. Und diese Gärten hier drumherum, das ist einfach fantastisch. Ich habe mega Respekt vor Leuten, die so fantastisch bauen. Mal ganz davon abgesehen, was das hier überhaupt ist an Bedeutung und auch an politischer Bedeutung. Ich habe euch einen Link zu der Webseite mal in die Videobeschreibung gepackt. So, ich grätsche hier kurz rein. Nur kurz zur Info. Über ein Like, Abo und einen netten Kommentar würden wir uns freuen und würden uns damit sehr unterstützen. Und jetzt störe ich auch nicht mehr lang, sondern jetzt geht's gleich weiter mit dem Video. Welcome to the Uncensored Library. From Reporters Without Borders. Also mit von Reportern ohne Grenzen. Hier steht, dass in vielen Ländern das Internet und die Medien zensiert sind oder blockiert, aber Minecraft immer noch verfügbar ist. Die haben dieses Schlupfloch genutzt, um der Zensierung im Internet, um die Zensierung im Internet zu umgehen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und eben auch unabhängige Informationen zu verbreiten. Also viele Journalisten in verschiedenen Ländern würden dafür ins Exil geschickt, meine Güte, ich kann nicht reden, oder wurden teilweise auch getötet. Und hier gibt es jetzt einen Platz, wo diese verbotenen Artikel in Büchern wieder erreichbar sind und für die Nutzer lesbar. Und das ist dafür, dass es auch anderen Leuten die echte politische Situation in ihren Ländern bekannt wird und dass wir dafür aufstehen, dass die richtigen Informationen in der Welt bekannt werden und dass man weiß, dass die Wahrheit immer siegen wird. Ungefähr, ich glaube, so kann man es ein bisschen übersetzen. Ich bin jetzt auch nicht der Beste in Englisch. Und hier steht halt noch, dass man für die Server-IP-Adresse, dass man die mit den Freunden teilen soll und dass man mehr Informationen auch noch auf der Webseite uncensoredlibrary.com findet. Dann hat man hier nochmal ein Buch. Also ich habe schon mal eine etwas ältere Version, ich glaube 2 Monate oder so älter oder so, habe ich schon mal angeschaut, aber in dem hier war ich tatsächlich noch nicht drin. Und hier sieht man eine Weltkarte, in der auch aufgeteilt ist, wo man dann sieht, schwarz zum Beispiel gibt es sehr wenig Pressefreiheit, so ein weiß gibt es viel Pressefreiheit und so ist halt eingestuft, wo es wie viel Pressefreiheit gibt. Dann gibt es hier in der Mitte auch noch ein Buch. Weltweite Pressefreiheit-Index von 20 zu finden ist, wo die Länder von 1 bis 180 gelistet sind, wie frei da die Presse ist. Dann sehen wir, dass Deutschland sogar auf Platz 11 ist von den freiesten Ländern. Also heißt, wir haben hier ziemlich freie Presse. Die Presse kann hier über alles schreiben, was sie will. Und sie wird nicht zensiert. Während wir, wenn wir dann mal hier hintere gehen, wird es immer dunkler, heißt, dass die Presse immer stärker kontrolliert, immer schon im dunkelroten Bereich. Zum Schluss kommt dann auch das Schwarze, da hat dann die Presse so gut wie keine Freiheit. Am wenigsten Pressefreiheit gibt es in Nordkorea. Und Russland ist auf Platz 149, was die Pressefreiheit angeht. Das ist, naja, auch nicht mehr wirklich gut. Und dann gibt es hier Flaggen zu jedem Land und dahinter gibt es auch noch ein Buch. Ich suche gerade, wo Deutschland hängt. Hier hat man Deutschland. Und dann gibt es hier auch noch ein Buch.
Das sehen wir, dass auf dem weltweiten Rang wir auf Rang 11 von 180 sind. Sehen wir hier hinten auch Bücherregale, die ein kleines Update bekommen haben. Upsala. Gibt es ja auch ein Texture Pack von der Welt, dass eben diese Bücherregale ein bisschen echter aussehen. Und dann gibt es auch noch hier an der Seite Gänge, wo man so spezielle Sachen besuchen kann. Zum Beispiel gibt es hier einmal von. Na, ein Glück kann ich die Länderflaggen so gut. Keine Ahnung, steht es hier noch irgendwo? Ich glaube, davon in dem Buch. Von Mexiko. Also auf Platz 144 ist. Dann sehen wir hier Gesichter von Journalisten, oder? Ich glaube, das sind Journalisten, die irgendwann mal umgebracht wurden. Hier steht zum Beispiel, dass er am 2. August 2019 totgeschossen wurde. Östlichen Staat of Veracruz oder wie das heißt. Ich bin in Ländern und so ganz schrecklich. Vor allem in Ländernamen und Flaggen. Ja, das sind so, wie es aussieht, alles irgendwelche Journalisten, die leider umgebracht wurden. Hier drüben auch noch einen Raum. Das ist Ägypten. Auf dem 163. Platz von 180. Was hat man hier? Cool. Hier hat man so eine schöne Waage. Hier auch noch ein paar Bücher. Das hier sind dann Artikel, so wie es aussieht, von irgendwelchen ägyptischen Reportern. Dann gucken wir mal weiter, was es hier sonst noch so gibt. Boah, das ist ein Riesengebäude hier. Ich kann mal gucken, ob wir das überhaupt ganz rendern können. Boah. Auf den höchsten Render-Settings kriege ich es gerade so komplett drauf. Aber dann ist auch nicht mal die Framerate von mir nicht mehr wirklich stabil. Wenn wir mal von hier oben drauf schauen, sieht man einfach, wie krass das Ganze hier einfach ist. Wie riesengroß das ist. Und es steht auch auf der Webseite, dass es, glaube ich, 12,5 Millionen Blöcke sind, die hier zu dieser Bücherei gehören, welche dadurch platziert werden. Die werden jetzt alle, oder fast alle, gerendert und ich habe um die 15 FPS, das ist. Gehen wir schnell wieder rein. So, da kam er her. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Also, hier an der rechten Seite gibt es ein Buch und wenn wir uns dahinter stellen, werden diese rumschwimmenden Blöcke irgendein Zeichen ergeben. Truth. Die Wahrheit. Interessant, was steht hier drin? Hier steht noch ein bisschen was über Reporter ohne Grenzen drin. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, könnt ihr euch gerne die Map downloaden. Ich mache das hier nur so ein bisschen flüchtig, weil ich einfach nicht genug Zeit habe, für das alles dann in ein Video zu packen. Saudi-Arabien, das ist nur auf Platz 172 von 180. Jetzt hier ist so ein Obsidian-Käfig in der Mitte. Das ist gruselig. Mal hier nochmal ein paar Berichte von Reportern. Was hat man hier so Schönes? Ah, okay. Ich spiele es halt in einer neueren Version. Ich glaube, das ist für 1.14 ist die Originalversion. Ich spiele es jetzt halt in. Ich spiele es in 1.18.2, glaube ich. Genau, auf der neuesten Version halt. Und da hat man hier eine Schallplatte. Ah, okay. Da können wir uns hier, glaube ich, die Berichte in Originalsprachen anhören. Gibt es dann, glaube ich, diese Discs, da kann man sich das dann einfach anhören, falls man es in Saudi-Arabisch hat. Vielleicht versteht es ja jemand von euch. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. So, was hat man hier? Ah, hier hat man Russland. Platz 139 von 180. Hier ist Wasser. Oh, cool. Mal wieder zwei Berichte. Hier drüben hat man sie dann wahrscheinlich auf Russisch. Ja, gut. Dann nehme ich, glaube ich, lieber die englische Variante. Russisch kann ich leider nicht. Wenn ihr euch für interessiert, könnt ihr euch gerne die Map downloaden und sie euch mal anschauen. Ich glaube, das ist ziemlich interessant, was die hier schreiben. Also wie gesagt, ich werde hier jetzt nicht alle einzelnen Artikel durchlesen und übersetzen, weil ich eh selber nicht so gut Englisch kann. Und weil das halt auch einfach den Rahmen des Videos komplett sprengen würde. Vietnam ist auf 176. 180, das ist auch ziemlich nicht weit hinten. Hier hat man ein Labyrinth. Cool. Labyrinth of Truth. Das Labyrinth der Wahrheit. Ja, wieder ein paar Berichte von den Journalisten. Und diesmal auf Viet
Vietnamesisch. Wie heißt denn das? Vietnamesisch. Vietnamesisch. Keine Ahnung. Weiß jemand von euch, wie das richtig heißt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Und können tue ich es auch nicht. Naja. Weil was hat man auf der anderen. Ach, auf der anderen Seite war Russland. Genau. Hier geht's in den Garten. Irre, wie riesig das hier ist. Das ist so riesig, ich krieg das nicht mal ganz drauf, wenn ich nur seitlich hinfliege. Da muss ich schon richtig in die Mitte drauf, um das überhaupt ganz drauf zu bekommen. Ich hab gerade meine Render Distance auf 32 Chunks. Das ist einfach nur geisteskrank, wie riesig das Teil hier ist. Oh. Die haben auch ein Emerald Ohr zu so einem Bücherregal gemacht. Glowstone sieht irgendwie aus wie Beton. Interessant. Ah. Oh. Die verzauberten Bücher sehen ja mal mega interessant aus. Wir haben einfach eine Bookshelf-Stair gemacht. Cool. Lol, haben die hier zum Ausleuchten diese Endrods drauf getan? Ja moin, die sind unsichtbar? Ja, krass. Cool. Kann man es jetzt sogar in der Nacht betrachten. Das finde ich lustig. Unten steht Hashtag Truth Finds a Way. Das bedeutet, die Wahrheit findet einen Weg. So. Und damit sage ich, das war's dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like, Abo und einen netten Kommentar würden wir uns natürlich wieder freuen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.